Aber für die Kids, die auch in Krisenregionen spielen wollten, genau, oder unter Wasser im Regen spielen wollten. Das Teil ist ja in afrikanischen Ländern eigentlich gar nicht erschienen. Aber wer dennoch im Kongo gekämpft hat, brauchte natürlich das Handy-Gear. Los, beeil dich, du Flitzpiepe. Ab 12 Uhr warten wir für die Gegenseite. So, jetzt bitte. Und zwar von dem wunderschönen Dritthersteller Joy Plus. Und zwar, ich packe das einfach mal aus, es wird ja jetzt auch Joy Plus, geblendet. Ich wollte nur an dieser Stelle nicht noch einen Witz reintun, aber. aber der Thrustmaster. Joy Plus von Thrustmaster, ja. Genau, das heißt, das wird jetzt nochmal in groß eingeblendet. Ich mache das einfach mal, damit wir wissen, was es ist. Das heißt, sowohl Steuerkreuz als auch die ganzen Buttons werden eigentlich quasi mit einer Verlängerung auf die originalen Buttons übertragen. Dann hast du hier unten einen Clip, der an eine Brotdose erinnert. Das ganze Ding erinnert an eine Brotdose. Wobei ich mich gerade auch frage, wie man den denn... Ach, da kriegt man ihn auf, genau. Hat man einen Clip, kann den Game wieder da drin versenken. Hier haben wir dann diese... Aber sogar sehr, sehr tastenschonend. Das können wir mal live machen. Versenken mal. Jetzt sollte man das... Ist das die richtige Versenkrichtung? Ja, doch, muss ja. Man muss das ein bisschen... Alter Vater, das ist ja wirklich... Dann wasserfest, weil Gummidichtung. Das ist ja gruselig. Ich mach das jetzt nicht. Das muss man mehr rein. Da nicht wieder raus. Und wahrscheinlich die, ja, du musst es auch machen, aber. Genau. Sie ja, man soll sogar noch ein Spiel dahinter sichern können. Okay. Ja, das. Ja. Ja, das passt definitiv noch rein. Das ist ja, dann hat man dann noch eine Display-Lupe. Mhm. Natürlich auch wasserdichte Anschlüsse hier für die das Link-Kabel. Gut, dann wird es natürlich nicht mehr wasserdicht, wenn du es benutzt. Das ist natürlich unlogisch. Und das hier ist aber auch in einer kurzen Pause zwischen Regenschauern. Alles gummiert. Ja. Also man kann auf jeden Fall im Freibad, man ist Spritzwasser geschwitzt, sage ich immer so gerne. Ne? So ist, heißt das ja, oder auch wasserdicht bis 20 Meter oder so. Bei, wenn Steinschlag kommt, kann man natürlich die Sicherheitsluke schließen. Wobei ich mich auch frage, wie denn bei einem abgeschirmten, das ist jetzt mit einer Folie hier, wie viel Sound dann da noch rauskommt, weiß man natürlich auch nicht. Was willst du noch alles? Also ich finde... Ja, aber wenn sie schon sagen wasserdicht, dann muss man doch, dann die volle Funktion muss doch dennoch gewährleistet sein, finde ich. Wenn ihr, jetzt die Challenge, wenn ihr einen Game Gear zu Hause habt, den ihr nicht mehr braucht, versprechen wir hoch und heilig, dass wir im Sommer ins Freibad gehen, einen Game Gear, den wir zerstören können, da reintun und damit baden gehen. Ich hab einen, der noch funktioniert, aber vertikal... Aber dann musst du Ariel spielen oder so auf dem Spiel, unter Wasser. Ja, das können wir ja tun. Das muss schon thematisch passen. Ja, ich hab ein Game Gear... Oder Echo oder so. Ich hab ein Game Gear, der... Schöne Grüße an die Mädels, die Delfinspiele mögen. Die fühlt sich schon angesprochen. Auf jeden Fall, ich habe einen Game Gear, der farbige, das ist der Game Gear, der bei deinem Power Grip dabei war, der farbige Streifen von oben bis unten hat und wo ich nicht weiß, wo da der Fehler liegt. Den könnten wir dafür nutzen. Der könnte dem Wassergott geopfert werden. Ja, okay. Der könnte dem Wasser, das können wir auch einfach mal in der Badewanne testen. Wir gucken mal, wie spektakulär wir das machen oder vielleicht in so einem Aufblaspool von DuckTales bei Sebastian im Garten. so richtig 90s. So dann gucke ich auch, ob ich meine alte Speedo-Boxer-Shorts noch raushole. Oh ja, dass alle Frauen... Die entsprechende Sicherungsleine... Die Kordel kann man dann da und da einhängen. Mhm. Das werden wir dann einfach nochmal und hier und da. Davon gibt es auch eine Version für ein Gameboy. Von diesem. Ja, ich habe. Aber das ist ein Handyboy wahrscheinlich. Klar, war es sinnvoller, sein Gameboy zu schützen, aber manche wollten vielleicht auch. Auch minderwertige Technik vom Wasser bewahren. Some people are content to be entertained by simple one-color electronics. Somehow these people have just never heard of Game Gear, the multicolor portable from Sega with tons of new titles. Yeah, some people are like that, but then some people like to eat pickled pork lips. Ja, um an dieser Stelle mal auf andere YouTuber zu verweisen, die jetzt natürlich nicht so groß sind wie wir. Der Angry Video Game Nerd hat mal eine Folge über Gameboy Accessories gemacht und da war diese Panzer-Version da auch dabei, ne? Von dem Hersteller, glaube ich. Ja. Also, ja, der ist auf jeden Fall Entspiegelung und Lupe zugleich. Fach für ein zusätzliches Spiel, Trageriemen, stoßfest, wasserabweisend, stoßfest bei Joy Plus ist auch ganz wichtig. Genau. Nee, aber es ist auf jeden Fall auch ein relativ interessantes Gimmick. Ob ich das jetzt mir so... Also egal, ob stoßen oder spritzen,
alles auf der sicheren Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich, ob ich da mal ein Game Gear reinpacken würde und das mit dem Steuerkreuz, wie gut dann die Steuerung übertragen wird, müsste man auch nochmal testen. Aber das testen wir dann vielleicht noch mal in einem Extra-Video. Jo. Aber das gab es auf jeden Fall. Das gab es auf jeden Fall. Und dann gab es natürlich, wie es das eigentlich für alle Systeme auch gab, gab es ein Action-Replay. So, habe ich hier auch noch mit Anleitung. Das ist natürlich anders aufgebaut als ein normales Action-Replay. Das werden wir jetzt an dieser Stelle auch nochmal einblenden. Man hat oben quasi so einen kleinen Reset-Button und einen Schalter. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was wofür da war, aber auf jeden Fall ist vom Aufbau her, normalerweise hat man wirklich nur ein Modul, wo dann oben nochmal quasi der Schacht nochmal drauf ist und dann steckst du das Modul drauf und dann ist gut. Das kannst du natürlich beim Game Gear nicht machen. So eine Fahne da oben drin. Wenn du das so drauf machst, dann musst du das Spiel da draufstecken, dann hast du wirklich, also da ist auch die Abbruchgefahr zu groß, dass da irgendwas kaputt geht. Deswegen haben sie es so gelöst, dass sie es quasi dann hinter den Game Gear verschoben haben, sodass man das Spiel dann so reinpacken kann, was dann allerdings schon wieder schwierig wird, wenn man den Metallbügel und die Originalschraube da noch drin hat. Ähnlich gelöst beim Master System. Ich glaube, das wird auch wie so ein Rucksack hinten auf, dass man eben auch nicht in die Höhe geht, sondern eher so ein bisschen nach hinten versetzt. Das finde ich designtechnisch vielleicht naheliegend, aber ich finde es trotzdem intelligent gemacht, ne? Dass man sagt, haben sie sich nicht mit, nicht die Abbruchversion gewählt, ne? Im Sinne von, haben wir nicht drüber nachgedacht, Hauptsache man kann spielen. Designfehler, genau. Was wir euch in einer separaten Folge nochmal zeigen werden, ist das Modding des Displays, VGA-Anschlüsse, schöne Grüße an Kollegen McWill. Also den Mod zeigen wir euch definitiv nicht, wie er gemacht wird, weil das einfach, also das ist, McWill macht das wahrscheinlich mit der linken Hand, während er kackt, aber ich habe mir da echt einen bei abgebrochen. Also ich habe mich bewusst für die Variante entschieden, die er mir eigentlich nicht empfohlen hat, weil bei der Variante, die er mir empfohlen hat, hätte ich Widerstände, die im Game Gear drin sind und eh schon mit altem Lötzinn bedeckt sind, hätte ich rauslösen müssen und dann an einer anderen Stelle wieder einlöten. Das habe ich bei einem versucht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Der war zum Glück schon fratzig, ich habe es erstmal nur getestet, habe mich dann für die Version oder die Platinenrevision entschieden, bei der es ohne Widerstände tauschen, sondern nur mit Anlöten und Widerstände rausnehmen zu machen ist. Das funktionierte dann doch auch relativ gut, aber es hat mich halt beim ersten Versuch 8 Stunden gekostet für meine und dann habe ich seinen irgendwie in 5,5 gemacht, weil also ich dann ungefähr wusste, was ich machen musste. Aber das war schon, also für sich selber macht das Sinn, ansonsten lasst das machen, wenn ihr da nicht wisst, was ihr da tut, lasst es einfach. Den normalen Mod, den traue ich mir ja durchweg zu, das habe ich mir jetzt auch zugetraut, ich würde es vielleicht auch nochmal machen, wenn du nochmal einen haben wollen würdest. Es ist schon eine Verbesserung, es ist schon wow. Also es hatte wirklich, meine Kindheitserinnerung war immer toll und bunt und irgendwie, aber Das kann ein Game Gear, wo vielleicht nur die Kondensatoren getauscht sind, kann einfach das heutzutage nicht mehr. Es ist einfach, ich habe bewusst manche Spiele nicht gespielt, weil ich mir eigentlich erst nach dem Modding spielen wollte. Tales Adventures war so ein Teil, wo du auch extra gesagt hast, sag mir Bescheid, wenn der Mod fertig ist, dann hole ich das Ding ab und dann probiere ich erst Tales Adventures. Ich möchte es nicht in grottig spielen. Also aber da machen wir, glaube ich, so ein Vorher-Nachher-Video. Einfach. Wir zeigen mal, wie das Original-Display aussieht, wie das aussieht. Wir zeigen auch einmal, wie das am besten funktioniert mit dem VGA-Display und so weiter. Mhm. Während wir geredet haben, wurde es wahrscheinlich gerade eingeblendet, wie das Ding aussieht. Und wie genau das dann sich darstellt im Detail, das klären wir dann nochmal in einer Zusatzfolge. Kleiner Hinweis für, es wird wahrscheinlich auch irgendwo jetzt erscheinen, für alle, die es interessiert. Wir haben bei verschiedensten Retro-Börsen mit dem guten Marco Willig, a.k.a. McWill, geredet. Und wie gesagt, also der macht das zwischen einem Gespräch, lötet der das dir fertig auf der Börse. Test 1, 2. Also wie gesagt, wer sich das zutraut für sich alleine, in Reihen Serie wird es wahrscheinlich, lasst es bei ihm machen oder natürlich kauft es bei ihm, logischerweise ist jetzt mal wirklich eine Werbung im eigenen Sinne, weil wir haben jetzt alle das erlebt, wie es danach aussehen kann und ich glaube, es kann sich keiner davon freisprechen, dass Nostalgie auch verklärt. Wenn man 20 Jahre das Ding nicht in der Hand hatte und sagt, als Kind hatte ich und dann, Ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, man nimmt einen Game Gear, der mit neuen Kondensatoren ausgestattet ist und der super funktioniert und ich baue jetzt in den Nil-Mod ein, aber es gibt genug Game Gears da draußen, wo das Display wirklich einfach auch kaputt ist. Ne? Ja. Wo alles funktioniert, nur das Display ist kaputt und da bietet sich dieser Mod sowas von an. Man könnte auch nur ein VGA-Mod machen, gar kein neues Display, dass man es eben nur auf dem Monitor spielt. Ja.
Aber nicht mit dem, nicht mit der Platine. Und nee, mir ist übrigens da muss man sich eine eigene Platine löten und die ist echt nicht ohne. Da musst du teilweise auf 5 Ebenen musst du Chips übereinander löten und so eine Scheiße, wenn du nur einen VGA-Mod machst. Deswegen, wenn man es macht, dann lieber einen richtig und einen so. Es gibt den Mod ohne VGA. Das eine kleine Ergänzung raushauen, die ich gerade beim Thema Löten mir gerade gekommen ist. Es gibt die Möglichkeit, den Link Port des Game Gears zu nutzen, wenn man einen Master System Adapter drin hat. Und es gab auf dem Master System ja 2 Player-Spiele, die es so auf dem Game Gear nicht gibt. Deswegen, man kann mit ein bisschen Tricksen, kann man den Link-Port auf den Standard-Controller-Port umlöten. Ja. Und dann kann man theoretisch 2 Spieler, Master System-Spiele zu zweit auf den Game Gear spielen. Ist mega anstrengend, weil du quasi der eine Spieler immer so ein bisschen das Display mit verdeckt. Okay. Aber theoretisch gibt es diese Erweiterung auch noch. Interessante, interessantes Ergänzen. Modding, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, da mal irgendwie Reverse Engineering, ich nehme das Wort jetzt mal in den Mund, ich weiß nicht, ob es schon so weit geht, aber da gibt es ja echt die witzigsten Sachen Jahre später, dass Leute da wirklich sich mit beschäftigt haben. Ja. Aber wie gesagt, zum McWill-Mod gerne nochmal ein Video, um den Vergleich mal direkt dazu zeigen. Genau, das okay. Will jetzt auch mal ein bisschen Rahmen sprengen, ja. Weil es ja eigentlich mit dem Game Gear in seiner Urform und mit zeittypischem Equipment erstmal nicht so viel zu tun hat. Genau, dann gibt's ich würde sagen, wir unboxen dann einfach jetzt mal so ein Game Gear, wie er denn damals aus dem Laden kam. Genau. Und danach wünschen wir euch eine gute Nacht und guten Hauseweg und schönen Feierabend und in der nächsten Folge dann noch ein paar Spiele. Spiele, genau. Spiele.